So, weiter geht's bei Let's Play FIFA 13 und zwar das Viertelfinale im DFB-Pokal. Ein schwarzer Tag für Sebastian Prödel, der keine Zukunft mehr bei seinem Verein hat, obwohl er eher ein Ersatzspieler war, hat den 25-jährigen Innenverteidiger diese Neuigkeit schockiert. Bisher weiß man nur, dass es einige Interessenten gibt. Ja, komm. Wo war das denn Mannschaft? Aha. Ja, ist egal. Ja, deutscher Pokal. Mein Team und wir müssen jetzt wirklich umstellen. Wir haben wieder eine andere Formation. Standardformation. Selassie, Sokratis, Ekichi. Nee, Fritz, Ekichi. Milosevic muss raus. Ja, wir haben nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr so viel zur Verfügung. Ekichi, Bargfrede, die Freundin, da machen wir es lieber so. Und tun wir mal wieder einen Latovic rein. So. Ja, wir haben leider fast keine Spiele mehr. So. Partie spielen. Sieg gegen Paderborn, Sieg gegen Bochum und Sieg gegen Braunschweig. 3-1, 1-0 und 2-1. Okay, sind jetzt nicht wirklich die Gegner. Ja, aber ich glaube, 60er steigen auf. Wow, der kommt bald. So, ja, kann losgehen. DFB-Pokal. Wieder diese epische Musik. Werder Bremen. Gegen 1860 München. Viertelfinale. Da ist die Spitze nicht mehr breit, wie ein Bundestrainer mal gesagt hat. Da erleben wir Leistungsdichte und freuen uns auf ein spannendes Spiel. Und die so konnte es mit Gelb gefährdet. Ist wirklich Wahnsinn. Das geht richtig unter die Haut. Und ich denke, da spreche ich auch für Manni. Wir freuen uns auf diese Partie. Ja, also kann losgehen. Blanco und Laut. Birovka. Laut. Birovka. Halfa. Feig. Feig. Selassie. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Ekici. Das ist noch eine Solidarität. Petersen. Unter den Menschen, sie helfen ihm. Boah! Kirai. Benny Laut jetzt. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Ramos. Die Möglichkeit für einen Konter. Ramos. Er kriegt hier Unterstützung. Jetzt greift er Ramos! Abgeblockt. Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Laut, laut, er wünscht den Ball noch. Und jetzt Selassie. In Ballbesitz. Wieder die Bremen. Arnautovic. Selassie. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ecke. Flanke in meine Ecke. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ecke, aber keine Gefahr. Schau, da hat er schon ein bisschen Angst gehabt. Jetzt, vielleicht! Nee. Stark gemacht. Boah, abgefälscht, aber. Gutes Stellungsspiel. Keine Gefahr. Schuss abgefälscht.
Gibt doch welche. Borgfrede. Nee. Arnautovic. Das war nichts. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Die Ecke. Okay. Der Abschluss. Viel zu schwach. Vinny Laut jetzt. Tolle Ballkontrolle. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Jetzt kämpfen sie um den Ball. De Bruyne. Foul. Aber schlecht ausgeführt. Stoppelkopf. Wieder Stoppelkopf. De Bruyne. Ramos geht in Abseits. Oder nicht? Gibt den Ball nicht. Also es ist egal. Aber jetzt ist es vorbei. 5 Tore von Ramos. Für einen, der über einen weiten gibt Freistoß für 60. Wegen Foulspiels. Aygün. Sicher in der Ballbehandlung. Gestört hat er ihn. Halfer. Den Ball hat er nicht gekriegt. Und die Unterstützung gibt's auf der rechten Seite. Boah, Glück gehabt. Kein Problem für die Abwehr. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt. Petersen! Er macht ihn! So, jetzt haben wir das erste Tor. 40. Minute, Nils Petersen, wer denn sonst für Bremen? Genau oben ins Eck. Macht das 1:0. Ausgekontet, würde ich sagen. Da ist aber richtig viel Platz und dann macht das 1:0 nach 40 Minuten. Boah. Dass er sich gezerrt hat. Ein Traumpass. Tja, einfach ein raus. Und das Spiel wird auch bald zu Ende sein. Also die erste Hälfte. 4 Minuten gibt es aber trotzdem oben drauf. Okay. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Und Adrian Ramos. Jetzt schnell spielen. Jetzt stand. Schade. Kommt nicht dran. Ekichi. Und das macht er richtig gut. Tja. Da scheint keiner vorbeizukommen. Schade, schade, Halfer. Und das war's. Schiedsrichter pfeift die Partie ab, also die erste Hälfte. Pfeift sie ab. Ja, und Dortmund gegen Bayern. 1:1. So, jetzt kleine Unterbrechung. War gerade beim Essen, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? De Bruyne. Fritz. Schade. De Bruyne. Petersen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Petersen. Markfriede. Markfriede. Was war das denn? Ja, habt ihr eigentlich schon das neue Xbox Live Dashboard? Also ich hab's mir gestern runtergeladen, gestern war der 19. 10. Habe ich mir gedownloadet. Gibt's jetzt auch den Internet Explorer. Das ist nice und der funktioniert auch relativ gut. Und Internet Explorer. Und die Facebook und die Twitter App sind jetzt raus. Damit man natürlich auch das Internet Explorer benutzt, wenn man auf Facebook zugreifen will, finde ich eigentlich eine gute Neuerung. Es sieht auch richtig modern jetzt aus. Und! Ach komm. Sieht richtig modern aus, finde ich richtig nice. Mit so ein kleines Update. Hat aber ewig zum Downloaden gebraucht, finde ich.
Ja, okay, ich habe nebenbei 12 Videos hochgeladen. Liegt vielleicht daran, dass meine Internetleitung irgendwie nicht mehr wollte. Und nebenbei noch einen Film angeschaut auf Movie 2K, Star Trek Enterprise. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber da habe ich die laut. Das sehen wir hier gerade. Und jetzt Thomas. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung. Boah, gut taktisch gespielt. Gute Idee. Blanco. Thomas auf, Blanco. Aber nicht wieder zu Thomas auf, doch zu Thomas auf jetzt zurück. Blanco, abseits. Abseits. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Ekichi! Boah, der muss doch rein. Selassie. Unsicher wirkt das Ganze, aber... Ramos! Aber der wird nichts. Der hört sich ja noch 1:0. Noch gut 73 Minuten. Und Kira jetzt mit dem Abschluss. Und dann heißt es Halbfinale. Also vielleicht gibt es doch noch einen Titel. Wäre ja auch mal wieder Zeit. Stark gemacht. Das ist 39 Minuten nur passiert. Von Werder Bremen mit einem 1:0 gegen Leverkusen, damals noch Özil. Vorlage von Diego. Ja, da kriege ich mit der Gänsehaut mit der Anrufe. War der letzte Titel von Bremen. Ah ja, dann noch 2:10. Super Cup gegen Wolfsburg. Und Ramos verletzt sich auch schon wieder. Ich sage nicht, dass es wahr ist. Okay, kann weiterspielen. Fritz! Kirai. Gute 7 Minuten noch. Plus noch die Zeit. Naja. Ich hoffe, es bleibt 1:0. Vielleicht schießen wir noch ein Tor, aber jetzt Doppelkampf. Die Bräune. Fritz. Und die Teamkollegen sind da. Die Bräune. Ja, der Pass kommt an. Petersen! Der muss rein. Der Bräune mit den besseren Chancen. Sie lassen nochmal. Es wird gewechselt. Kirai. Letzte Minute ist angebrochen. 17:0 Paraden für Kirai. 3 Minuten gezogen drauf. 3 Minuten noch zittern. Markfrede. Mielitz. Jetzt spielen sie irgendwie auf Zeit. Aber das bringt. Das ist 60 nichts und jetzt ist es vorbei. Hier haben wir Clemens Fritz, Peter hat in der 40 Minute das Siegtor geschossen. Das wir jetzt auch nochmal sehen. Ja. Und das ist jetzt, Peter ist mit 9,3. Starke Leistung. Und Bayern, nee, Bayern hat verloren. Noch 11 Meter schießen wahrscheinlich. Und wir spielen es gegen Dortmund. Und die andere Begegnung heißt Stuttgart gegen Köln. Naja. Und was Transfer Deadline? Aber ich glaube, den machen wir. Ja, doch, machen wir ihn jetzt. Transfer. Können wir noch einen kaufen? Transferstatus. Schauen wir auf Zuleihe, was da noch so gibt. Farana. Okay, Marona. Marone, Roberto, Sergi, Roberto. Sergi, Roberto. Das ist Sonny Kittel. Barrier.
Mbaye. Ist der Franzose, was ist denn das? Senegal. Wir brauchen zurzeit keinen Linksverteidiger. Was haben wir denn für freie Spiele? Gibt's irgendwelche billigen Spieler? Ja, oder warte mal. Mbaye. Er ist 18. Schreibst du für Laie? Aber wir können ihn nicht leisten. Abbrechen. Ich muss jetzt die Zuweisung ändern, glaube ich. Transfer. So. Kalender. Oh, ich glaube, ich habe dazu was. Da voll den Fail gerade gemacht. Kalender, Transfer. Zuweisung. Wie wäre es denn mit Wunschliste anzeigen? Boah, der ist aber zu teuer. Wenn man den für Laie? Ich glaube, das haben wir schon mal probiert. Okay. Funktioniert nicht. Okay, dann kaufen wir keinen. Ablehnen. Zehn Mille. Nee. Wie kann man jetzt da verlängern? Verträge da. Wo ist denn der Prödel? Wenn er 11 kriegt, ist er dann zufrieden. Vielleicht ist er dann zufrieden. Vielleicht. Ne. So. Spieler kaufen. Ja, aber der interessiert mich irgendwie schon, der Spieler. Wie viel? Wegen dieses bisschen Geld. Dann Transfer. Transfer Budget zuweisen. So. Dann Transfer, Spieler kaufen, Suche. Und dann schau mal. Mbaye. Angenommen. Passt. 71 für 18 Jahre ist schon gut. Transferangebot. Ja, genau.
Wir als Roma-Vorstand möchten Ihnen hiermit den Trainerposten bei unserem Verein anbieten, nachdem wir Ihre Entwicklung bei SV Werder Bremen längere Zeit aufmerksam verfolgt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Sie hervorragend dazu geeignet sind, unseren Verein weiter nach vorne zu bringen. Wir sind bereit, Ihnen ein wöchentliches Gehalt in Höhe von 35.000 € zu zahlen. Wir würden uns freuen, in dieser Sache bald von Ihnen zu hören. Ja. Oh, Roma. Roma würde mich schon reizen. Weltmeisterschaft, Qualifikation. Klapperty freut sich auf seine Premiere. Ja, und dieses Spiel sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, Klapperty.